Der Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Hey, yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it, buddy. Riders on the storm. Yes, welcome. Und jetzt besucht er mich, Werni, mein Nachbar. Ich habe euch ja vorher schon kurz erzählt. Der Gast aus 307 im Studio. Welcome, Werni. Geil, dass du mich besuchst für unseren gemeinsamen Podcast. Einen speziellen Song extra für dich, weil ich denke mir, der passt zu dir und zu deinem Lifestyle und zu deinem Lebensgefühl. Und es freut mich, dass wir jetzt ein bisschen plaudern über dein Leben, dein Lebensgefühl. Der Podcast, der Gast aus 307 für Inspiration und Erlebnis. Und wenn es um die zwei Dinge geht, muss ich gar nicht so weit denken, sondern oft liegt das Gute so nah und das ist in der Nachbarschaft. Werni Stock, Werni, was wir beide gemeinsam haben, wir kommen ja beide aus dem Hotel-Business, aus einer Gastgeberfamilie und sind da groß geworden. Mhm. Willkommen, cool, dass du heute mein Gast bist. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Voll cool. Mein erster Podcast, ganz nebenbei. Freut mich voll, dass ich da sein kann, meine Seite ein bisschen zu erklären. Mir geht es ja ähnlich wie dir. Wir kommen aus der Gastronomie oder unsere Familien zumindest. Und ja, jetzt bin ich habe ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, eben im Snowboarden und viel erlebt und coole Sachen. Und freut mich, dass wir heute da ja, ein bisschen Zeit verbringen können, ein bisschen quatschen können und ja, mal ein paar Sachen erzählen. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Cool, wir werden nämlich alles durchgehen, ein bisschen von dem Gastgeber sein, dann auch diese menschliche Seite, familiäre Seite, Werni ist ja Vater geworden vor kurzem, vor 4 Monaten, dann auch Snowboarden und ich hatte ja gerade vor ein paar Tagen deinen Podcast mit meinem Onkel und mit dem Hans N. und da ging es auch um einen genialen Skitag und was schon viele zu mir gesagt haben, fragt den Werni, wie sieht der unter Anführungszeichen perfekte Snowboard-Tag aus. Wie spielt man es bei, wenn es frisch geschneit hat? Welches Skigebiet oder welche Snowboard-Backyards verwendet man oder wo treibt es einen hin? Bis hin nach Alaska. Wir werden überall mit Werni ein bisschen hingrooven. Wir haben es uns hier richtig fein gemacht. Für alle noch einmal, gell? Wir heißen beide Stock. Ich komme aus der Stock-Familie in Finkenberg und der Werni aus der Stock-Familie in Lanersbach, das Hotel Bergfried, auch ein wunderschönes Hotel mit Spa und unsere Familien, glaube ich, sind alle sehr gut miteinander befreundet und vor allem haben wir da auch dieses Wohnzimmer, diese Bergfriedalm, wo ich es liebe, im Herbst nach dem ersten Gletscherskitag, ich fahre ja Ski, da werden die Snowboard, nach dem ersten Gletscherskitag Fondue zu essen. Und das ist immer so, ja, das haben wir so gemeinsam. Dieser Genuss, der geht uns nicht verloren. Werni, wie ist es, Gastgeber, erzähle mal so am Anfang so deine Jugend und wie dann diese Entscheidung kam, auch aus dieser Bubble, Hotel-Business rauszukommen, weil es wäre ja alles angerichtet. Ich möchte nicht sagen, dass es ein goldener Käfig ist, sondern es ist ja verdammt natürlich viel Arbeit, aber man ist trotzdem in so einer Bubble drin, wo man mit der Familie tagtäglich für Gäste da ist und dann kam ja irgendwann der Schritt, wo du gesagt hast, hey, ich spüre was anderes, ich möchte was anderes machen. Mhm. Nimm mich mal mit auf diese Reise. Ja, zuerst mal Jugend, Kindheit, muss ich echt sagen, war wunderschön. Ich bin ja eines von 5 Kindern. Haben immer wirklich alles machen dürfen, alle Sportarten. Ja, meine Eltern führen ein Hotel oder eigentlich meine ganze Familie. Und ja, irgendwie ist alles relativ schnell gegangen, sage ich mal. Snowboarden, wo seit meinem 6. Lebensjahr eigentlich so ein bisschen in meinem Leben drin. Bin dann schon noch bis 10
am Wochenende Skirennen gefahren, unter der Woche dann immer Snowboarden gegangen, weil Snowboarden einfach das Coolere war, das Freestyle, lässige Klamotten, nicht so streng, alles ein bisschen freier. Und ja, bin eigentlich recht so viel am Berg gewesen, auch mit meinen Geschwistern, mit Freunden aus Dux. Und ja, es war immer für mich eigentlich ein Riesentraum, dass ich mal Snowboarden als meinen Beruf machen kann. Aber es war wirklich ein Traum. Also ich war nicht mal annähernd irgendwie gut oder sonst was, dass ich sagen hätte können, okay, jetzt gehe ich Skihauptschule oder irgendein Ding, wo das gefördert wird, eine Sportschule, weil es war einfach, ja, ich habe es super gern gemacht und bin viel im Tiefschnee gefahren, viel auf der Eckalm unterwegs gewesen. Und ja, eigentlich erst relativ spät, ich sage so mit 14, 15, wo dann auch die Verbindung von Dux zu Meierhofen gekommen ist, wo ich dann auch ein bisschen angefangen habe, ein bisschen mehr Freestyle fahren, ein bisschen mehr Berg fahren. Da hat sich das dann alles ein bisschen rauskristallisiert, dass das Springen schon sehr meines ist, also generell die Airtime, in der Luft sein, das freie Gefühl. Und ja, dann ist es eigentlich immer noch weiter dran, ich sage Hotelfachschule gegangen, Snowboard, wo... Hast du da immer in diesen Zwiespalt, möchte nicht sagen Zwiespalt, aber so immer zweigleisig gelebt? Du hast einmal in der Gastro gearbeitet, im Elternhaus, so quasi, ja, das wird übernommen oder man arbeitet da, weil das ist über Generationen schon, bis zur Hotelfachschule gegangen und auf der einen Seite schon diese Energie, diese Leidenschaft gespürt zum Snowboarden. Ja. Das heißt, es war so ein Hin und Her, oder ist dir da schon bewusst worden, die Gastronomie wird es nicht sein, das ist nur jetzt dient zum Zweck? Ich glaube, ehrlich gesagt, mit 15, 16, 17 habe ich noch keinen Tag gehabt, wo ich landen werde. Für mich war wichtig, dass ich die Hotelfachschule mache, dass ich eine Schule abgeschlossen habe und auch, dass ich eine Schule gehe, wo ich nicht weit rumfahren muss. Ganz ehrlich gesagt, ich wollte nie in ein Heim oder ein Internat, wo ich dann da Sonntagabend bis Freitag auf Nachmittag bin. Und so habe ich wirklich auch können, ja, in Zell nach der Schule bin ich oft auf dem Berg gefahren, Snowboarden zum Beispiel oder ja. Ich sage auch, die Hotelfachschule in Zell war für mich ein Punkt, wo man sagt, ja, man hat mehr Praxis, mehr Arbeiten. Also es ist ein Tag, wo man weniger Schule gehen muss, sondern mehr kochen. Und ich finde, Kochen ist mega cool. Auch Service mit dem Gast ist mega schön. Man kriegt immer viel zurück. Ich habe nicht gewusst, wo es alles hinführt, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das ist einfach viel zu früh, dass man sagt, boah, mit 15, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt gehe ich Hotelfachschule, aber das heißt dann auch lange nicht, dass ich dann in der Gastronomie lande. Und ich kann auch heute noch nicht sagen, jetzt bin ich 35, wo ich mal landen werde. Also schwierig, wirklich schwierig. Ich meine, jetzt lebe ich so stark im Snowboarden drin, das geht sicher noch einige Jahre sehr, sehr gut, wenn das gesundheitlich alles super läuft, finanziell alles gut läuft, auch Frau und Kind, wenn das alles passt. Ich bin super happy, dass ich schon so lange mein größtes Hobby als Beruf habe. Es hat sich auch Jahre gegeben, wo es stärker war, wo ich wirklich mein Hobby als Beruf gesehen habe und wo dann das Hobby ein bisschen weiter hinten angestanden ist. Aber jetzt mittlerweile bin ich schon an einem Punkt angelangt, glaube ich, wo ich ja ein gewisses Alter habe und das einfach alles sehr, sehr schätze und auch sehr stolz bin, was ich erreicht habe, was ich erlebt habe, was ich habe können machen in meinem Leben bisher. Ich glaube, das, ja, früher mit Mitte 20 habe ich mir da nicht viel in den Kopf zerbrochen, was ich jetzt gerade gemacht habe oder was ich jetzt gerade erlebt habe. Aber jetzt im Nachhinein ist schon ja, mega, mega schön und auch cool, dass das irgendwie alles, dass ich das geschafft habe, so zu machen. Ja. Wie ist das, Werner? Dann gibt es irgendwann den Moment, wo du zu Hause bei den Eltern, stelle ich mir vor, da bist und sagst, so, du bleibst jetzt nicht im Hotelbusiness, nicht im Familienunternehmen, du machst jetzt ganz was anderes und dann gehst du raus oder klärst es den Eltern, dass du gar keinen so 5-to-7 Job machst, sondern dass du eigentlich dein Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf machst, deine Berufung. Mhm. Wie war das für dich, für die Eltern? War das easy oder war das ein bisschen so vor den Kopf gestoßen, eine Verwunderung? Nein, ich muss sagen, das war bei meinen Eltern echt, was ich sehr, sehr schätze, wir haben alle Freiheiten gehabt. Wir haben wirklich alle Freiheiten gehabt, egal was wir machen. Sie stehen uns nicht im Weg, aber sie wohnen jetzt auch nicht die, die das mega unterstützen. Also wenn ich jetzt sagen könnte, meine Eltern wohnen immer hinter mir und haben mich gepusht, zu dem Contest zu fahren, zu dem Rennen zu fahren, das wollen sie eindeutig nicht. Wir haben immer die Freiheiten gehabt. Und wo ich dann einmal gesagt habe, ich weiß, da bin ich, habe Zell, die Hotelfachschule, abgeschlossen, habe dann Aufbaulehrgang angefangen, also ich war dann 19. Und da habe ich dann gesagt, ich mache die Schule jetzt nicht mehr weiter und ich werde
die Schule jetzt mal abbrechen und im Winter nur snowboarden. Und dann, wo von Papa die Reaktion war, so, ja, wie jetzt, nur snowboarden? Dann habe ich gesagt, ja, nur über den Winter so ein bisschen. Ich möchte schauen, wo das hinführt, ob das klappt. Ja, und wie machst du das finanziell? Habe ich gesagt, ja, so ein Nebenjob, als Wechseln mal oder irgendwo aushelfen. Aber ich möchte das probieren. Und ja, ich bin dann immer von der Hurm von Lanersbach ausgezogen. Mehr oder weniger, ja, wurde von beiden Seiten ein bisschen gepusht, gefragt. Und ich glaube, das hat mir echt einen mega Ansporn gegeben, einfach dem Papa zu zeigen und der Mama zu zeigen, dass ich das schaffen kann. Jetzt, viele, viele Jahre später, verstehe ich das voll, was sie denken, weil ich sage, so wie wir groß werden da im Zillertal in Österreich, jeder Nachwuchsskifahrer ist der nächste Marcel Hirscher. Und ich glaube, meine Eltern wollten mir einfach nicht irgendwo reinschieben, wo ich vielleicht selber nicht die Kraft gehabt hätte, das zu schaffen. Und ich glaube, so war es für mich der größte Ansporn, das einfach zu sagen, dass ich das schaffen kann. Und ich glaube, das war, ja, ich bin so dankbar, dass ich mich damals einfach, ja, dass ich ausgezogen bin, dass ich mich selbstständig gemacht habe, meine Zahnspange zahlen habe müssen, mein Auto noch zahlen habe müssen. Einfach, ja, das Leben wird einem nicht auf den Teller serviert, sondern das bringt Up and Downs. Und ich finde, das war total die richtige Entscheidung von Papa, zu sagen, hey, du kannst nicht im Hotel wohnen und dann, ja, mal einen Winter lang snowboarden gehen. Das geht nicht, weißt du? Das geht auch von meiner Seite aus nicht, weil wenn ich sehe man Stress, oft wäre ich der Letzte sein, der was ihnen hilft, weil das ist meine Familie, denen werde ich immer helfen. Aber du kannst nicht auf zwei Hochzeiten zu 100% tanzen. Das wird nicht gehen. Und ich bin froh, dass ich damals die Karte und den Mut gehabt habe, mein Ding durchzuziehen. Und ja, nach dem Winter habe ich bei Red Bull unterschrieben, bei Salomon einen Profivertrag unterschrieben. Und ja, das war dann ein schönes Come Together Mai oder Juni drauf. War sehr, sehr schön, also emotional, und meine Eltern waren mega stolz, ich war mega stolz, sehr, sehr cool. Wow, ich habe jetzt auch ein bisschen Gänsehaut und so leicht wasserige Augen, weil das fühlt sich richtig gut an und ich kann da selber sehr viel lernen. Da ist mir der Werni die eine oder andere Einstellung, Willenskraft einen Schritt voraus, muss ich sagen. Die Füße in die Hände nehmen so ungefähr und es einfach durchziehen. Und diese Willenskraft zu haben und es einfach zu probieren und dann auch die Courage dazu sagen, okay, und ich beweise es. Fühlt sich geil an, gratuliere, Werni, echt mega. Und dann dieses Stolzsein wieder und dieses Zusammenkommen. Und ihr seht, manchmal braucht man langen Atem, aber manchmal muss man es einfach probieren und einfach machen. Und wir sind ja gerade jetzt in so einer besonderen Zeit, wo ganz viele junge Menschen sich suchen und danach sehnen, ja, ihren Purpose zu finden, für was sie antreten. Und das ist verdammt nicht leicht, sich das Richtige zu entscheiden. Aber wenn ihr seht, wie der Werni auch so im Einklang ist und in seiner Balance, dann spürt man irgendwann, wenn man es auf sich hört, was das Richtige ist und wo man hingehört. Und geil, Werni, echt cool. Danke, danke. Und ich habe ja, wer die Filme noch nicht gesehen hat von Werni, er macht ja auch viele Snowboard-Filme, da wird der Werni gleich einmal sagen, was macht ein Snowboarder so das ganze Jahr und den ganzen Tag, fragt man sich. So, wenn ihr dann so Resultate, Produkte seht, wie das letzte Snowboard-Video oder den Snowboard-Film, der präsentiert wurde in den Kinos und vor allem auch im Maioffen, wo dann so schräg hinter mir, so drei Reihen hinter mir, die Familie bzw. die Mama und der Papa vom Werni gesessen sind und haben so zugesehen. Und bei ganz vielen Momenten, speziell am Anfang, wo der Film startet, wo du dann so das Snowboard wachst mit diesen emotionalen Tropfen und diese speziellen Einstellungen, also mega, mega Movie, habe ich auch so ein bisschen die Freuden, Tränen und das Lächeln von deiner Mama gesehen. Und gesehen, wie stolz sie sind, beide sehr stolz. Und dann werde ich nie vergessen, wie die Mama zu mir gesagt hat, deine Mama, Werni, nach dem Film, dass der Werni ist gleich wie ich. Ich liebe auch so die Natur und ich liebe es auch so draußen zu sein. Und er macht es und er hat es zu seinem Beruf gemacht. Und das hat sie als Mutter so in Tränen gerührt, dass du quasi auch einen Teil ihres Traums lebst und sie quasi froh ist, dass du es machst und du deinen Weg gehst. Und das ist so etwas ganz, ganz Großartiges und Großes im Leben.
Werner, wie ist es, wenn Leute sagen, okay, wie stellt man sich ein Leben vom Snowboarder vor? Was macht ein Snowboarder den ganzen Tag, den ganzen Winter, vielleicht auch vor allem im Sommer? Was sind da, wie stellt man sich ein Jahr von einem beruflichen Snowboarder vor? Ja, eigentlich hört sich das Leben von einem Snowboarder immer sehr, sehr einfach an. Man hat sein Hobby zum Beruf und alles, ja, im Sommer geht man ein bisschen surfen und im Herbst ein bisschen Gletscher und dann ein bisschen snowen. Aber so einfach ist das nicht. Und ich war immer schon einer, ich habe mit wenig Arbeit nicht viel, also Langeweile habe ich nicht viel anfangen können. Das heißt, ich habe schon seit sehr, sehr langer Zeit am Sommerjob, aber bei meinen Eltern als Wanderführer, Bike Guide. Und wie du immer gesagt hast, eben diese Videos und alles, da gehört ja eine Story dazu, ein Drehbuch dazu, eine Überlegung, wie bauen wir das auf, wie machen wir das. Da gehört echt, ab und zu kommt man vor, eigentlich wäre ich Snowboarder und soll halt eigentlich 4-5 Monate das Jahr Stress haben. Aber irgendwie finde ich jetzt ja, finde ich 3-4 Wochen, wo ich vielleicht Urlaub fahren kann und in der anderen Zeit geht es nicht oder bin ich total beschäftigt. Also irgendwie, ja, entweder ich mache irgendwas richtig falsch oder... Aber, oder alles richtig. Oh, werden wir sehen. Nein, aber irgendwie, ja eben mein Job als Snowboarder, dann eben meinen Sommerjob als Wanderführer und Bike Guide, dann bin ich, sage ich mal, auch Videoproduzent, wie du eben gesagt hast. So Videos dreht man ja nicht von heute auf morgen. Das sind ja echt, ist eine lange Planung, kriegt man Budget, kriegt man nichts. Wie bauen wir das auf, Storyboard, hin und her. Dann eben... wie du eben gesagt hast, bei meinen Eltern hilfe ich ab und zu aus, bin der Jolly Joker, wenn es stressige Zeiten gibt, Silvester zum Beispiel und ja eben. Ist das, machst du das dann gern oder ist das so ein bisschen oftmals, ist man dann genervt, dass genau wieder diese Tage sind, nur weil so wenig Mitarbeiter sind und dann hilft man dann doch wieder gern, weil man mittendrin ist in dieser Welt oder? Sicher, wenn sie mich jetzt anrufen und sagen, hey, ab morgen brauchen wir die, dann freue ich mich nicht. Aber ich sage, wenn ich dann da bin und wenn ich sehe, wie brutal sie mich brauchen und auch wie froh sie sind, dass ich ihnen aushelfe, dann mache ich das mega gern und bin auch echt super stolz auf sie alle, was sie geleistet haben über die letzten Jahre mit dem Hotel. Also echt Hut ab. Auch vor die Jobs, die Stunden, was sie abziehen und ja, wie viele Gäste sie jeden Tag happy machen, das ist echt ja, unglaublich. Und ja, und was dann noch dazukommt, eben seit 4 Monaten bin ich Familienpapa. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht als Job bezeichnen, aber das steht jetzt mal an erster Stelle. Und viel Zeit da, die Mama zu unterstützen. Und ja, trotzdem ja. Eine große Aufgabe, gell? Ja, es kommt eines zum anderen irgendwie und das Jahr geht so schnell um. Es ist ja der Grund, der Felix auf die Welt gekommen und genau. Beim Werner, der hat natürlich einen großen Freundeskreis und da sind so viele Storche so ums Haus gehängt mit Snowboard. Also es waren die ersten Storche, die ich mit dem Snowboard gesehen habe. Ja, der hängt immer noch. Der hängt immer noch, der den Felix gebracht hat. Werner, hast du eigentlich ein Management? Macht jemand dein Management? Sponsoren, Auftritte, das Ganze, die Bookings, die Reisen? Nein. Wer macht das für dich? Mache ich alles selber. Alles selber, das heißt, ja. Du bist in Kontakt mit all deinen Partnern? All meinen Sponsoren bin ich direkt in Kontakt. Hat mal eine Zeit gegeben, da habe ich jemanden gehabt, der hat für mich Firmen angeschrieben, wo ich mal eben nach meinem Head-to-Toe-Vertrag von Burton, da bin ich nicht verlängert worden, mehr oder weniger, und dann habe ich ja alles verloren, wirklich von Kopf bis Fuß. Und da hat mir dann schon ein Kollege geholfen, was so Management ein bisschen macht oder ich sag mal auch als Agent. Und der hat mir da ein bisschen geholfen, Firmen anzuschreiben, aber sonst mache ich das alles selber. Bin auch froh, dass ich es selber machen kann, weil ich will engen Kontakt haben zu den Leuten, mit denen ich arbeite oder einfach die, was mich bezahlen. Und ich glaube, so kriegt jeder ein bisschen das Gefühl von einer anderen Person, wie ist der als Mensch, was hat der für einen Charakter, wie schätze ich die ein. Und ja, ich kann auch sagen, dass ich fast mit all meinen Sponsoren habe ich eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Da kommen wir schnell einmal ganz normaler iMessage, WhatsApp, keine Ahnung, FaceTime-Call, ist alles ganz normal. Also Family, und, ja, Family total. Business ungefähr. Ja, total. Warum verliert man so einen Gesamtsponsor wie Burton in einer Zeit, wo du in Österreich einer der besten Snowboarder bist? Ändern die da die Philosophie, ihre Company-Philosophie oder rücken andere Snowboarder nach? Sehr gute Frage. Na, damals war ja sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich habe gewusst, was ich geleistet habe. Jeder kann sagen, wie war der Winter, was habe ich gemacht.
Wo echt überrascht, ich weiß nicht, wo die Entscheidung hergekommen ist, ehrlich gesagt. Ich habe nie ein richtiges Statement gekriegt, aber ich glaube, es ist schwer, da ein Statement zu kriegen. Ja, oft ist es ein Budget-Cut. Ich habe gehört, dass eher von der US-Seite gedrängt worden ist, dass das Europa-Team einfach zu groß war und da, wo ich anscheinend habe schon mit Verletzungen auch zu kämpfen gehabt davor. Wahrscheinlich, wenn mal 6 Monate mit einem Kreuzbandel ausfallst, ist immer schwierig. Aber ich sage, ich bin super dankbar für die Zeit bei Burton. Haben wir vieles ermöglicht, viele coole Leute kennengelernt. Und ja, eigentlich nach Burton war für mich, glaube ich, die schönste Zeit, muss ich sagen. Also hat es so kommen müssen und dann ist vielleicht was ja, Neues. Ja, vielleicht. Eine Tür und ja, na, weil da war es echt so, da war echt so die Frage, da war ich Ende 20, da war dann so die Frage für mich, kriege ich jetzt noch Sponsoren, dass ich das überhaupt beruflich machen kann? Oder ist das vielleicht gar nichts mehr? Vielleicht muss ich mich total umpositionieren und irgendeinen Job machen, was mir taugt. Und dann ist aber echt irgendwie alles, ja, innerhalb von einem Jahr hat sich alles so gut entwickelt, neue Sponsoren gefunden, langsam wieder Schritt für Schritt nach oben gesteigert und schätze jetzt wirklich jeden Tag am Berg und schätze meine Freiheit, mein Hobby. Ja, sieh's nicht als mein Beruf, sieh's als Hobby, als Leidenschaft, als Berufung und als Lebensaufgabe. Genau, so sieg ich es. Es ist schon, es gibt Tage, wo man Zähne zusammenbeißen muss und wo echt viel Arbeit dahinter steckt, vor allem mit solchen Movie-Projekten. Die 20 Minuten, die produziert man nicht an einem Tag. Das sind wirklich viele, viele Tage. Da steckt oft, wenn man jetzt nicht so einen guten Winter hat wie letzten Winter, wo es, ich sag mal, im Februar, März gar nicht mehr schneit, eigentlich die Hauptproduktionszeit von einem Snowboard-Film, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber man sieht ja so, wie oft im Leben nur diese Spitze oben, diesen Eisberg und nur diesen Sunny Day, aber wie viele Regentage kriegt man nicht mit. Da werden wir nachher noch kurz drauf kommen. Eine Frage, was mich noch interessiert, hast du ein geregeltes Einkommen? Gibt es jemand, der dir monatlich Geld überweist oder bist du so, der schaut, dass er anhand von seinen Aufträgen, von seinen Events, von seinen Sportevents sozusagen und Partnern im Jahr sozusagen seinen Lohn bekommt als Snowboard-Profi? Na, bei mir ist es eigentlich so, dass ich vertraglich gebunden bin an meine Hauptsponsoren und da ist es oft, dass ich bei meinem größten Sponsor Quicksilver, da ist es ganz normal eine monatliche Zahlung wie ein Gehalt und dann bei anderen Verträgen haben wir so Vereinbarungen, dass ich zweimal im Jahr eine Rechnung schreibe und da kommt halt dann ein bisschen mehr zusammen. Ich habe es eigentlich immer lieber mögen, dass ich einmal oder zweimal im Jahr eine Rechnung schreibe, weil dann kommt mehr. Und ja, das habe ich eigentlich ganz gern mögen, muss ich sagen. Und so die monatlichen Sachen, na super, das braucht man gar nicht abstreiten. Aber Gott sei Dank bin ich jetzt nicht von irgendwelchen Events oder sonst was abhängig. Ich habe mit all meinen Sponsoren eigentlich ja immer 2-3 Jahresverträge. Und da ist das alles eigentlich total geklärt. Und wenn man da irgendwie einen guten Contest fährt und dann wie Natural Selection oder sowas, wo dann ein super Preisgeld dazukommt, das ist dann eigentlich nur Bonus. Also ich bin nicht angewiesen auf irgendein Preisgeld oder sonstiges. Ja, cool. Das ist ein cooles Gentleman Agreement, wo man zusammenhaltet, oder? Und wo der eine für den anderen da ist. Ja, definitiv. Man, ich sag, die Vermarktung jetzt von meinen Sponsoren, das ist jetzt ja nicht nur am Contest-Tag. Da sind ja Videos jetzt für mich viel, viel wichtiger als wie jetzt der eine Contest-Tag. Und früher natürlich, wo ich viel mehr Contests gefahren bin, wurde es ein bisschen anders. Wurde schon ein bisschen mehr, meine Verträge wurden mehr auf Contests bezogen, so quasi Incentives. Wenn ich 15.000 Euro gewinne, dann kriege ich noch einmal dieselbe Summe ausgezahlt von meinem Hauptsponsor. Das ist bei jedem anders geregelt oder wahrscheinlich so wie dein Onkel, der Leo, der wird sich auch für den Olympiasieg am Vertrag gehabt haben. Wenn ich Olympia Gold mache, dann kriege ich 100.000, 200.000 oder 1 Million oder was, gar nicht, was da im Raum steht. Aber damals nur Schilling. Schilling, ja. Ja. Jetzt gibt es diese Snowboarder, die man nach außen sieht, Big Air oder Halfpipe, Olympia-Thema, können wir auch mal kurz bequatschen. Jetzt bist du ja mehr dieser Backyard-Snowboarder, oder? Mhm. Kann man dafür das so sagen? Mhm. Dass du Backcountry. Eigentlich Backcountry, Backyard, ja. Backcountry Snowboarder, der eigentlich eher diesen Spirit und dieses Gefühl aus dieser Line rausholt, sozusagen aus diesem Erlebnis im Backcountry. Mhm. Was ist da der Unterschied? Machst du beides oder hast du gesagt, okay, Snowboarden, aber da hinten in dieser abgeschnittenen Welt, in dieser eigenen Welt ohne allem, fühlst du dich noch am wohlsten?
Für mich waren die Snowboard-Filme immer das A und O, muss ich ganz ehrlich sagen. Von klein auf, ich weiß noch, wo ich klein war, bin ich zum Insider-Shop gegangen, in Vorlern ans Bach, wenn die neue Videos gekriegt haben, Videos ausleihen, daheim anschauen. Also Snowboard-Videos waren das, was mich im Contest eigentlich groß gemacht hat. Im Snowboard groß gemacht hat. Und Contests waren natürlich anfangs meiner Karriere das A und O. Am Anfang meiner Karriere. Um einfach Brand aufzubauen, oder? Um meinen Namen aufzubauen. Man muss sich ja irgendwie beweisen. Und da ist natürlich dann eher die Trickvielfalt und das Ganze gut. Und damals, wo ich im Contest schon sehr, sehr gut war, vor 10 Jahren, sage ich mal, länger her, 15 Jahre, da war einfach meine Disziplin noch nicht olympisch. Da war nur Halfpipe vorne olympisch und wir haben in Österreich leider keine gute Halfpipe gehabt. Also dementsprechend wenig bin ich gefahren. Bigger war meine Disziplin, da bin ich eher in Styles gefahren, X Games gefahren. Also da war ich ja, in der Champions League dabei, hätte ich gesagt. Und habe da auch meine, sicher, ja, also eher in Style Innsbruck, dritter Platz. Sicher mein Highlight im Contest gefahren, hätte ich gesagt. Geil, mega. Ja. Cool, cool. Und viele andere, aber ich sage, ja, alles, was jetzt danach gekommen ist, hat das sehr gedoppt. Die eigenen Videoprojekte, eben, die du angesprochen hast, Local Surroundings, Local Desire, dann auch Videoprojekte mit den Shredbots, wie jetzt Light oder Reboot, Afterlight. Da gibt es ja über Jahre einige zu nennen und da steckt halt wirklich ein ganzer Winter drin und nicht nur ein kleiner Moment. Die findet man überall auf YouTube unter Werni Stock, oder? Genau, also ja. Also alle deine Videos sind sowieso auf YouTube oder auf deinem Instagram-Account Werni Stock. Genau, auf meinem Instagram-Account findet man hauptsächlich kurze Clips natürlich. Und finde ich übrigens sehr cool, weil er sehr clean ist, weil er genau so dein Snowboard-Leben widerspiegelt. Ich hoffe. Und genau dein Typus auch, klar, gerade Linie. Und ja, was mich immer am meisten fasziniert, ist diese Sprünge von Werni im Bänkenpark oder am Gletscher oben. Das sind diese High-Slow-Loops, wo du hochspringst und wo man diesen Genuss und diese Energy bei dir in der Luft spürt. Das sagen auch ganz viele Freunde von mir, dass das so diese, ich glaube, das weißt du selber eher auch, dieses Feedback, das sind also diese Sprünge, die sehr viel Emotion und sehr viel Kraft sozusagen einem auch beim Zuschauen zurückgeben. Ich glaube, man kann sie da sehr, sehr gut ausdrücken. Und ich glaube, meine Vorweise ist sicher, ich probiere, dass es speziell ist. Also, dass man mich erkennt unter 1000 anderen Snowboardern. Und ja, das Gefühl in der Luft zu sein, da kann man halt sich selber sein und seinen eigenen Style, sich selber ausdrücken. Und ich glaube, das ist wunderschön. Und heutzutage ist eben, hat sich das Snowboard im Contest von so extrem entwickelt, dass einfach nur mehr zu schnell ist, man sieht nicht mehr, was für ein Trick das ist, auch dementsprechend wenig Style hat man und es hat leider sehr, sehr viel verloren vom Style-Mäßigen. Du meinst, so wie vorher hat man eins Halter gemacht, dann zwei, jetzt macht man schon drei, wo keiner geglaubt hat, dass drei und jetzt ist man schon bei vier. Ja. Die Mädels ziehen schon nach, die auch schon da... Mädels fahren extrem, also gerade jetzt, wo ich mal am Kreisberg mit der Anna für so ein Shooting, für ein neues Filmprojekt. Und wie die Anna fährt, das ist ein Level, das ist unglaublich. Also das hätte es vor, wenn dir das vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass Mädels mal so Snowboard fahren wie die Anna oder wie die Zoe, next level, fettesten Respekt. Und was man echt bei den Mädels sagen muss, sie fahren mit sehr, sehr viel Style. Also wirklich, ich sag, die fahren jetzt so gut wie ich in meiner besten Contest-Zeit. Und das ist echt, Riesenrespekt vor den ganzen Mädels. Wahnsinn. Hey. Gefühlt machen die Mädels ganz viel mit mehr Gefühl und mehr Style, gell? Ja. Nicht nur, dass sie im Weintasting besser sind, auch beim Golfen, gell? Weil sie haben zwar nicht diese Kraft und oftmals diese Länge der Männer beim Golfen, aber der Style der Frauen, denn cool, dass du das sagst, das spiegelt sich auch beim Surfen sieht man es oft. Also jetzt nicht nur wegen der Bikini-Figur, sondern die haben da ein cooles Gespür. Nein, ich dachte. Nein, ich habe mir jetzt eben den Weltcup angeschaut, zufälligerweise. Und bei den Herren wurde es einfach zu viel Drehen, zu viel Flips. Ich habe das selber ohne Slow-Mall nicht mal sagen können, was das ist. Und ich bin ja wirklich einer, der es im Snowboard so gut auskennt. Ich denke mal, was denkt sie denn da alleine, so wie du, wenn du siehst, fucking 1900, wie viele Rotationen sind denn das überhaupt? Das sind ja 5,5 oder so. Mit Zählen immer noch. Ja, ja, genau, so du musst echt eine Drehung, 2, 3, 4, 5, boah, 5,5, wie viel sind das jetzt? Was ist so? Wo ich groß war und bin. Wann weißt du, wo ein Stopp ist, wenn du sich selber drehst? Weißt, ja, das ist, so sollte dann Stopp sein. Halleluja. Oh ja, Werni, es schneit einen Meter frischen Powder. Du weißt es am Vortag, dass richtig Schnee gekommen ist.
Es gibt einmal diesen Lawinencheck, wo du sagst, okay, wo geht's, wo darf man, wo nicht. Die Snowboard-Ausrüstung, was hast du dabei? Und vor allem, für wo entscheidest du dich? Weil du weißt, man weiß, einen Powder-Tag, da gibt es so viele Skifahrer, mittlerweile Freeskier, Snowboarder, und du weißt, die geilen Hänge werden in Nu abgegrast sozusagen. Wie triffst du deine Entscheidung? Wo geht's hin? In welches Skigebiet? Und welche Line nimmst du dann oder welchen Lift zuerst, welchen nachher? Wie entscheidest du das? Ja, ist lustig. Ich glaube, diese Frage hat sich sehr, für mich jetzt die Fragestellung, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, okay, ich bin der Erste bei der Gondel, bin sofort oben, fahre sofort alles, First Line. Und mittlerweile bin ich auch schon älter geworden, ein bisschen erfahrener im Tiefschnee, kenne die Lawinensituation viel, viel besser. Aber wenn Lawinensituation 3 ist, denken sie viel, naja, ist eh nur 3er Stufe. Aber ich sage, genau dann probiert man es zu übertreiben. Und an solchen Tagen suche ich eigentlich eher ein bisschen so einen Escape-Plan, habe ich da oft, muss ich sagen. Ich gehe dann speziell an solchen Tagen ein bisschen weg von der Menge, ein bisschen weg von dem Überhype und suche meine Ruhe in der Eckalm zum Beispiel. Vor eine Stunde weit Eichen, vor Eckalmbahn, in dem Gebiet, wo ich groß geworden bin. Natürlich, wenn es jetzt ein Meter schneit und es ist super safe und alles, dann werde ich schon probieren, was Cooles zu fahren und so. Aber ich sage, eigentlich an den Tagen, wo dann jeder so auf und fährt und jeder überhyped ist, dann probiere ich eigentlich eher von dem ganzen Trubel weggehen, weil ich sage, man weiß, wie schnell das eine Lawine passieren kann oder solche Unglücke. Das haben wir gerade selber vor einem Jahr miterlebt am Bänken mit einem jungen 15-jährigen Buben. Das geht zu schnell. Und genau eben an solchen Tagen, wo dann jeder zum Schafkopf fährt oder da hinfährt, probiere ich oft ein bisschen auszuweichen, weil ich dem ganzen Hype ein bisschen entkommen will, sage ich mal, weil man einfach zu leicht in das reingepusht wird, was zu fahren, wo man vielleicht ja eigentlich gar nicht fahren sollte an dem Tag. Vergleichst du so diesen Jump, den ihr euch aufbaut irgendwo, oder diese Jumps, die durch Wächten sowieso natürlich ergeben sind, oder einfach dieses Freeriden? Gibt es da beides? Beides ist cool zu seiner Zeit, oder sagst du, naja, da gibt es die Nummer 1, das ist das Freeriden, und Nummer 2, oder wie? Nummer 1 ist definitiv Freeriden, weil Freeriden kannst du nicht so lang, sage ich mal, eben wie du auch sagst, wenn es schneit, dann wissen das alle Locals, wissen das alle Leute, dass es schneit, und da muss man schnell sein, wenn man echt was filmen will. Und ich sage, Lines, wo man gut hinkommt, leicht hinkommt, das wird gefahren, keine Frage, weißt du, und ich glaube, Jumps kannst du eben, ja, ich sage, wenn ich aufgehe, irgendwo hingehe, eine Stunde lang mit den Schneeschuhen, da brauche ich keine Angst haben, dass mir da jemand Eichen fährt. Das geht 2 Tage später auch noch, wenn es kalt bleibt. Deswegen eigentlich die Jumps fahren wir nicht immer noch direkt im Schneefall. Also beim direkten Schneefall nimmt man die Easy Lines und genau, die Lines, die da liegen. Ja. Und nimmt sie je nachdem, Nothang, Südhang, je nach Lawinengefahr, auf die man schaut. Und nicht nur beeinflussen lassen vom Lawinenfaktum, das 3, sondern das Risiko ist da und da einfach. Das Risiko ist immer da. Egal welche Stufe, sage ich. Und ich glaube, ja, letztes Jahr wurde es eigentlich oft so, dass die Lawinenstufe sehr, sehr hoch war, weil jeder Schneefall mit viel Wind war. Und da hat man echt oft einen Rückzieher gemacht und gesagt, nein, heute gehen wir weg von da. Weil man sieht, weißt du, die Leute, die fahren auf bei der 150er oder die fahren den Ding. Und ich weiß, wenn jemand Eichen fährt, dann ist man selber der was sagt, ah, ja, nein, ist eh schon jemand gefahren, geht eh. Und genau da probiere ich ein bisschen schlauer zu sein und einfach aus Fehlern auch zu lernen. Und an dem Tag es ein bisschen lockerer zu nehmen und wirklich, ja, fahren wir euch nach die Eckalm, fahren nachher nach Lanersbach, probieren wir die und die Sachen. Weißt du, es gibt ja für einen Movie, hat man ja so viele Shots, was man im Kopf hat, was man machen muss. Und ja, ich probiere da echt ja, ein bisschen auszuweichen, weil ich weiß, es gibt die 100%ig sicheren Tage, wo vielleicht nicht jeder damit rechnet, dass es gut ist. Und an den Tagen fühle ich mich dann eher wohl, wo ich einfach nicht mit dem ganzen Mayhem 150er Stress mit jedem Deal muss, sage genau. Ich mal. Und die Skifahrer noch dazu. Okay, du hast gesagt, du hast dann so Schneeschuhe. Mhm. Die hast du dabei im Rucksack? Genau, ja, das sind auch sehr spezielle Schneeschuhe, kommen aus Amerika, die heißen Birds, sind sehr, sehr klein, sehr leicht. Und mit denen gehe ich eigentlich ja, fast überall hin. Mit denen kann man sehr steil agieren. Die haben einen Vorteil, dass sie nicht klappen, sie sind direkt an der Sohle. Und mit denen kann man super, die helfen extrem zum Kicker bauen, die helfen extrem zum Hiken selber. Ja. Und die hast du immer dabei im Rucksack? Außer wir gehen jetzt nur Freeriden, sonst habe ich sie immer mit dabei. Okay, Lawinenrucksack, ist der bei dir? Immer. Immer? Immer mit dabei.
warum haben viele Snowboarder zwar Lawinenrucksack dabei, verzichten aber dann auf den Helm? Gute Frage. Der Lifestyle. Ich habe gesagt, entweder, ich habe gestern überlegt und habe mir gedacht, entweder, weil es scheiße ausschaut, oder weil auch die Skibrille vielleicht durch den Helm immer runterrutscht, weil der Helm dann noch, keine Ahnung. Nein, ich sage das mit dem Helmthema, mittlerweile trage ich sehr, sehr viele Helme. Ich bin groß geworden ohne Helm. Ich finde, ich sollte oft einen Helm tragen, rein aus Vorbildfunktion. Da gestehe ich mir selber ein und ich weiß, es gibt den einen oder anderen Bewerb, wo ich mit Helm fahre. Aber generell vorher ohne Helm, ich bin ohne dem groß geworden und ich fühle mich total sicher. Und ich sage, die Verleitung, dass sich Leute mit einem Helm sicherer fühlen, ich erlebe das zu oft. Ich erlebe das zu oft, wo ich Leute triff, ja, wieso hast du keinen Helm? Und dann, ja, finde ich eh wieder irgendeine banale Ausrede, mehr oder weniger. Aber ich sage als Snowboarder, es gehört zu meinem Style dazu. Ich glaube, ich werde mich ändern. Wahrscheinlich werde ich mit Helm fahren. Ich sagte, wann der allerspäteste Moment kommt, wo du dir einen Helm aufsetzt, ist genau der Tag, an dem du den kleinen Felix den ersten Skihelm aufgibst oder Snowboardhelm, weil du mit ihm snowboarden gehst. Und dann musst du als Papa einen Helm tragen, weil sonst schaut dich der Felix an und sagt, Papa, was ist mit dir los? Wahrscheinlich. Was ich aber auch sagen muss, was mir eigentlich... dadurch, dass ich ohne Helm groß geworden bin, auch ohne Helm Radl fahren. Weißt du, das war früher, wo das normal, du als Kind sagst, ah, wer hat einen Helm aufgehabt? Niemand. Und heute kommt mir schon oft vor, dass die Leute ab und zu leider den Kopf ausschalten. Weißt du, da denke ich mir, diesmal war gescheit, dass ich fahre ohne Rückenprotektor, ohne Ausspanzer, ohne Ellbogenschützer, ohne Helm. Aber dafür und, sicher und ohne ABS-Airbag und dafür einfach mal angepasst an ihre Skills. Wirklich. Weil mir kommt doch vor, nur weil man jetzt ein ABS-Airbag hat oder einen Helm auf oder einen Rückenpanzer, kann man jetzt nicht über seine Grenzen hinausschießen. Und ich glaube, das ist oft eben als Profisportler, weiß ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut, wo meine Grenzen hin. Wenn ich Angst habe vor einem Unfall, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das, dass mir jemand anderer zusammenfährt. Das ist meine größte Sorge am Berg. Weil sicher kein Stürze dazu, aber ich weiß, wie ich stürzen kann oder ich weiß, was passieren kann. Ja, wenn ich jetzt hernehme, du machst einen Jump, du nimmst Anlauf, ich weiß nicht, hast du 60, 70, 80 km/h, dann fliegst du, wer die Videos kennt, der Werni fliegt teilweise 30 Meter durch die Luft. Wenn der Jump daneben geht und er stürzt, dann hoffentlich in den Schnee und dass das nur Schnee ist. Na sicher nur Schnee, das weiß ich ja. Nein, wenn du irgendein Risiko ist, also es, ich sage, im Video schaut das immer alles so easy aus, aber dass wir davor hingehen, mit der Sonde schauen, wie tief ist der Schnee, sind da Sturne, wie gut ist die Base, da steckt so viel dahinter, also so, dass das jetzt, ich weiß, im Video schaut auch jede Freeride-Line schaut so einfach aus, aber ich sage, das ist alles so brutal durchplant, also ich mache keine Entscheidungen, irgendwie so 0815, das ist wirklich sehr durchdacht und sicher geht man in jeder Sportart Risiko ein. Aber ich glaube schon, dass ich mich ganz gut unter Kontrolle habe. The Control. Und da schaue ich mir das neue Snowboard-Video an von Werni und seinen Jungs. Und ja, man fragt sich, was machen die den ganzen Tag nur am Rumsurfen und Jumpen. Und dann wird einem bewusst, wow, die bauen sich mitten in den Backyards, Backcountry, irgendwo einen Kicker, einen großen Kicker, sind aber nur zu zweit mit ihren quasi kleinen Schaufeln und mit diesen Schneeschuhen, um dann dieses Freiheitsgefühl des Jumpes zu haben. Wie lang baut man so einen Kicker? Nimm mich mit, wo baust du den Kicker, wo entscheidest du und wie lang was braucht man für so einen Kicker und wie viele Jumps kommen dann raus? Weil ihr müsst euch vorstellen, da ist einmal Anlauf von 50 Metern oder wie auch immer. Dann kommt der Kicker und dann fliegt man mal 30 Meter. Dann liegt man unten oder steht unten und dann geht dieser ganze Weg wieder zu Fuß hinauf. Und das macht man so diesen ganzen Tag für diesen ein oder anderen Shot, aber vor allem für dieses fucking geile Lebensgefühl. Freiheit. Du sagst es. Ja, es ist ab und zu steckt wenig Arbeit dahinter. Es gibt Natural Hits. Da kann ich hinfahren und draußen springen. Aber wie du immer sagst, es gibt oft haben wir Bautage, wo wir den ganzen Tag einen Kicker bauen und erst am nächsten Tag springen. Und da steckt, ich sag mal, unsere Crew, der Tom, der Julian und ich, wir sind sehr gut organisiert. Bei uns weiß jeder, was er machen muss. Also wir sind echt sehr, sehr schnell, würde ich sagen.
Ja, ab und zu dauert es am Vormittag, können wir am Nachmittag springen, aber ab und zu den ganzen Tag. Und wie du eben sagst, es ist, man geht nicht raus und baut den Kicker irgendwo. Man muss schauen, wo ist die Landung eigentlich richtig, wo liegt der Schnee. Und mit dem wie groß ist so ein Kicker? Zweimal 3 Meter oder wie? Nein, der Kicker ist maximal, ich sag, 2 Meter breit. Und die Länge entscheidet natürlich der Radius. Der Radius muss immer so lang sein, dass man den fahren kann, weil wir fahren ja mit 60 km/h an, so ein Grundding. Und dann kannst du ja nicht wupp ein Ding haben, da, zu viel G-Force und du bist raus. Das muss ja alles passen, von der Geometrie, vom Radius und muss ja auch zum Landungswinkel passen. Hat man das sich irgendwo in Tutorials angeschaut oder ist das ein, das lernt man. Ein Learning? Learning by doing. Das heißt, jetzt hast du schon ein Gefühl und jetzt weißt du genau, dieses Snowboard genau so, das ist die Kante oder das ist... Genau, so sollte es sein. Sicher, es funktioniert nicht immer zu 100%, aber ich sage, ich glaube, letztes Jahr hat es einen Spot gegeben, der hat für mich als Fahrer nicht funktioniert. Für andere schon, für mich jetzt nicht. Und sonst hat eigentlich jeder Spot hingehauen. Und wie du eben sagst, es sind strenge Tage. Oft gehen wir da 45 Minuten zum Spot hin, oder was wir im Kopf haben. Gehen wir 45 Minuten hin, dann bauen wir 3 Stunden. Dann fahren wir wieder runter. Am nächsten Tag gehen wir wieder 45 Minuten hoch. Dann machen wir den Jump fertig. Also so ein bisschen Feintuning am nächsten Tag. Und dann fängt erst die Session an, das Filmen. Und dann sage ich, kommt es darauf an, wie gut haben wir gebaut, wie gut funktioniert da, wie viel können wir landen. Das hängt dann davon ab, wie oft man gehen muss oder kann. Ja, und dann kommen nochmal, ich sage, bei jedem Hike von einem Jump kommen schon so 10, 15 Minuten dazu. Das heißt, ja, eigentlich wandere ich im Winter wahrscheinlich mehr als wie im Sommer als Wanderführer. Hey, und alle liebe Snowboard-Freunde, die den Werni gut kennen und sich wundern, warum euch nicht mitnimmt da hinein auf dieses Experiment zum Kicker. Wahrscheinlich, da gibt es nur die im gleichen Level sind, weil wenn einen mitnimmst, der nicht so gut ist und der da ein bisschen sich ausprobiert, habe ich auch gesehen, nach einer Spruchlandung fetzt man ja ein Riesenloch raus, oder? Das heißt... es wäre schon nice, wenn man den Sprung steht und ja, nicht quasi, oder? Definitiv, definitiv. Na, und vor allem, ich sage, auf dem Level, wo jetzt der Tramnitz, der Dorstein Hogmo, Travis Rice und ich zum Beispiel die Jumps bauen, die kann nicht jeder fahren. Also die sind echt groß und da hat man echt auch fetten Respekt. Also das, wenn man Local Desire anschaut, sage ich mal, da sind sicher... Local Desire. Sind sicher... Ja, ein paar von den Jumps sind sicher legendär, also gehen eher, sind sicher in die Top 10 oder Top 20 von den größeren Jumps, sage ich mal. Und da muss man fahren können, muss das auch fahren wollen, weil ich sage, viele Fahrer wollen ja gar nicht so fette Jumps fahren, was ich verstehe. Für mich war immer schon, große Jumps haben mich immer speziell herausgefordert. Und jetzt war ich kurz herausgefordert. Gibt es dann einen Speedcheck, dass du weißt, oder hast du auch schon ein Gefühl, welchen Speedcheck du machst? Gibt es einen Checksprung sozusagen, wo man sagt, einmal diesen Kicker testen? Es gibt meistens keinen Checksprung, aber wir machen einige Speedchecks. Das heißt, bevor ich einen Kicker fahre, oder auch mein Kollege den Kicker fährt als erster, das wird immer mit Rochambeau, wird das ausgelost. Schnick, schnack, schnuck. Rochambeau? Ja. Machen wir einige, genau, Schere, Stein, Papier, machen wir einige Speedchecks. Das heißt, ich fahre oft 2-3 Mal an auf dem Kicker und probiere den Speed zu haben. Schauen wir dann auch an, wie schaut das bei meinem Kollegen beim Dom aus, wenn der anfährt. Schaue ich, wie könnte es mit der Distanz zusammenpassen. Also da ist echt viel Erfahrung dabei, viel Gefühl, viel Knowledge. Und der bremst vorher ab dann, oder? Und genau, man bremst dann eigentlich vorm Kicker oder auf dem Kicker ab. Und ich sage ab. Mal, wir zweimal angenommen, es wäre so, ich müsste jetzt einen Riesenkicker, 30 Meter, schnick, schnack, schnuck. Ich gehe als Erster, ich habe gewonnen. Echt? Achso, ja. Okay. Also der Sieger muss als Erster. Der Sieger darf als Erster. Also ist das ja. Okay. Weil ab und zu ist es, man darf, ab und zu ist es ein Muss. Okay. Ja. Und es gibt dann schon die eine oder andere Aktion, wenn es dann mal einer nicht fühlt oder den Jump nicht fühlt, das gibt's. Wo du sagst, nein, ich bin mir einfach unsicher und der andere sagt, aber nein, ich fühle das, dann gibt es das natürlich, dass ich mal als Erster gehe oder auch mal der Thomas als Erster geht. Ja, aber die Speedchecks, ich sage, ab und zu fahre ich 5 Mal an, bis ich mir sicher bin, weil man möchte nicht zu kurz gehen und man möchte auch nicht zu weit gehen. Und der erste Sprung, der First Track sozusagen, der sollte passen, weil das ist eigentlich der Money Shot. Der erste ist der Money Shot, weil dahinter natürlich noch alles jungfräulich
angeschnitten ist, noch keine einzige Spur. Das heißt, der erste, dann bist bereit für den ersten Sprung. Du stehst oben. Weißt du genau, welchen Sprung du machst? Ist der verinnerlicht? Gibt es da noch einmal eine Zögerung, einen Zweifel beim Anfahren? Du fährst an, du hast den Speed, du nimmst Speed auf, du kommst auf die Kante. Was ist der Moment beim Anfahren? Was ist der Moment beim Wegspringen in der Luft und beim Landen? Wo ist Angst? Wo ist Adrenalin? Wo ist Genuss und wo ist Erleichterung? Und wann vor allem, was mich interessiert, wann ist beim Sprung the magic moment? Boah, da gibt's so viele Momente, was echt, jetzt wo du die Momente gesagt hast, ist mir echt ein bisschen kalt geworden, das war die Sache, weil das ist oft der Aufbau über Tage, man hat den Spot im Kopf, was er machen will, dann der Bau, was kann ich machen und dann natürlich Spot für Spot kann man nur verschiedene Tricks machen, weil man kann nicht alles auf einem Ding machen. Und ich sag eigentlich, der First Try, oben stehen, einstrappen, das ist crazy Gefühl im Bauch, also das kann sich keiner vorstellen. Das ist Adrenalin, das ist Excitement, das ist ein bisschen Angst, weil ich sage, Angst ist ja auch einer von den Punkten, der treibt uns zu was, weißt du, der bringt uns zu was. Man schaut sich gegenseitig alle nochmal an, lächelt sie an. Und ich sage, dann der Inrun, also die Anfahrt nach unten, ist einfach nur und dann siehst du schon einen Jump vor dir und dann springst du raus und dann bist du hoffentlich in der Luft und denkst, boah, das geht perfekt. Und dann ist einfach genießen und dann, wenn du landest im Tiefschnee, weil ich sage, landen im Tiefschnee ist ja auch nicht so locker, wie das immer aussieht. Und wenn du dann landest, ist einfach, bricht alles zusammen. Die ganze Welt, alles ist vergessen, alles ist weg, alles ist nur mehr emotional, Happiness, Stoke, da kommt so viel zusammen. Und grinsen, dann grinsen, dann dein Buddy von oben, der Dom schreit auch, oh, Werni, wie geil war der? Dann der Julian von hinten, oh, Werni, wie sick war der? Weißt du, das ist einfach so, das sind dann so, du spielst so Momente, das ist unbeschreiblich, also da kommt nichts dahin. Also ich sag bei einem Contest früher, wenn ich im Finale was gelandet habe, das war mega. Und auch Innsbruck, die Stimmung, das war brutal. Aber ich sage, da draußen sein, irgendwo in der Gerlos, irgendwo, keine Ahnung wo, und du bist eben nirgendwo mit deinen zwei besten Freunden und du produzierst was, was deine größte Leidenschaft ist und genießest das alles zugleich. Und dann machst du auch etwas, was hinterlässt. Weißt du, ich sage, der Trick, der bedeutet ja für viele Leute dann sowas Spezielles. Weißt du, wenn ich Nachrichten kriege, dude, how sick was that track? Einfach so, weißt du, das sind dann auch für mich Punkte, wo ich weiß, boah, mega, da habe ich Leute berührt. Und auch, dass ich weiß, dass der Trick dann auch noch was hinterlässt, das ist ja so wie so ein After-Effekt. Ich habe es schon längst mehr nicht vergessen, weil wenn ich mir das Video anschaue, ist alles wieder da. Aber wenn ich dann sehe, dass ich andere Leute noch berühre mit einem ganzen Projekt oder auch mit einem Spot oder mit einem Trick, dann ist das schon sehr, sehr speziell und wunderschön. Und ja, ich bin froh, dass ich das alles so erfahren darf und erleben darf. Das ist vielleicht sein Gefühl, vielleicht nach dem Sprung oder nach einem dieser Sprünge und vor allem, wenn man nach Säumen dann mit dem Snowboard, mit dem Gepäck am Rucksack, am Rücken wieder heimfährt, wo man dann grinst und wo man sagt, yeah, boys. That's the reason why I'm here on Earth. Yeah. Also, das ist das, wo ich sage, okay, das ist für das will ich tagtäglich arbeiten und leben, um sowas zu spüren. Ja, und ich echt pure Dankbarkeit, also es ist echt das, ja, sowas Schönes und Natur. Genau. Warum zieht es viele Leute, es gibt ja immer so diesen, habe ich immer gesehen, Dostein Hagemoor und Dostein Hagemoor, ja. Hagemoor, ein Freund von dir, so ganz viele, wenn ich verfolge, die es immer ins Zillertal reinzieht. Was macht da das Zillertal besonders? Es gibt ja auch, weißt du, es gibt die ganzen französischen Alpen, es gibt Arlberg zum Beispiel. Es gibt ganz viele Snowboard-Areas, Amerika sowieso auch. Warum zieht es ganz viele ins Zillertal? Sind es die Berge? Ist es der Spirit? Sind es die Menschen, die dazugehören? Ich glaube, es sind die Menschen, mit denen wo du da hingehst, und die Berge. Ich sage, das, was wir da haben mit Gletscher, mit bis auf 3-2 hoch, die Vielfalt von Kaltenbach, Moorhofen, Gerlos, ist so weit. Wir haben so viele verschiedene Gebiete, wo es zu verschiedenen Schneestürmen einfach viel schneien kann. Und wir sind jetzt vielleicht nicht die Region, wo es immer mega viel kriegt, aber wir kriegen von fast allem etwas ab. Auch jetzt, wo es extremer Südstau ist. In Kärnten schneit es ja jetzt gerade
crazy viel. Nassfeld, Osttirol, da kriegen wir jetzt auch was ab. Das heißt aber, auch wenn der Notstau ist und der Alber kriegt einen Meter ab, dann kriegen wir halt 20, 30 ab. Und das ist aber immer, wir kriegen immer ein bisschen was. Und ich glaube, das ist sehr, sehr cool. Und auch die Region bietet viel, egal ob Freeriden, egal ob Backcountry-Jumps. Und der Dostein und ich, wir verstehen uns sehr, sehr gut, schon über sehr viele Jahre. Wir haben dieselbe, oder wir haben dasselbe Auge für Snowboard, wir wollen dieselben Sachen machen. Und dann funktioniert es natürlich sehr, sehr fein. Und ja, geiler Sparring-Partner. Ja, genau. Es ist einfach, ja, du gehst außen mit einem deiner besten Freunde und ich glaube, das ist so cool, weil es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Es ist einfach mit einem deiner Freunde Snowboard gehen, Jumps bauen, wo du sowieso da ist und auf der coole Session fahren. Es fühlt sich einfach nicht an wie ein Job. Es fühlt sich an wie ein Traum. Live your dream und das kann man nur jedem weitergeben. Es ist nie zu spät, man hat das ganze Leben Zeit, sich zu verändern und sich auszuprobieren. Irgendeinen Weg geht es immer. Was ich noch fragen wollte, was ist deine Lieblingskombi? Zu sechst oder zu dritt? Sagst du, okay, so ein Inner Circle, ein Kameramann und zwei Rider? Oder sagst du, na, wenn wir schon einen Kameramann haben, dann brauchen wir einen Fotografen und wenn, dann nehmen wir gleich vier Jungs mit. Wie ist da, was sagst du, wo? Zu viert. Eindeutig zu viert, ja. Das heißt? Das ist zwei Fahrer, der Dom und ich. Julian als Filmer. Der Julian hat eine Redcam und eine Drohne, also der hat zwei Engels gedeckt. Und dann habe ich am liebsten einen Fotografen mit dabei. Wenn es geht, einen erfahrenen Fotografen wie jetzt einen Tom Klocker oder einen Beckner, die auch vom Snowboarden mega viel verstehen, selber das professionell gemacht haben. Weil die haben das Auge, das Gefühl, die wissen das Endresultat, die wissen schon das Bild, wie es sein soll. Genau, und ja, mit denen fühle ich es extrem. Und ich glaube, was ich sehr gelernt habe, ist eben einfach, über die Jahre habe ich jetzt mit so vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und ich glaube, am besten funktioniert, habe ich selber jetzt für mich, wenn ich mit den richtigen Leuten unterwegs war. Und das hat für mich den riesen Unterschied gemacht, wieso, dass ich jetzt vielleicht so in den letzten Jahren so erfolgreich war, weil ich einfach mit den richtigen Leuten unterwegs war, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich sage, davor war ich oft in Amerika unterwegs, habe das auch voll genossen und alles, aber ich war so ein bisschen dann der ruhigere Typ und ja, und wenn ich sein kann mit den Leuten, die ich liebe und ich fühle mich zu 1000% wohl, dann stresst es mich nicht, wenn man mal einen Tag Pause macht und der Dostein chillt bei mir oder wie auch immer. Ja, ich muss mich wohlfühlen, dann funktioniere ich am besten. Ich glaube, das ist meine größte Erkenntnis über die letzten Jahre, dass ich da einfach am besten funktioniere. Und ich sage, das macht für mich sehr viel aus, wie ist der Crew-Vibe, also wie funktionieren wir zusammen alle am Berg. Ich sage, man kann seine Arbeit machen, aber gehst du aus mit deinem Freund und es ist wie jeder andere Tag, wo du mit deinem Freund Snowboarden gehst, das ist eigentlich das, was wie es sein soll. Das ist auch das, wo ganz viele junge Leute jetzt schauen und warum sie aus ganz vielen Beziehungen und Arbeitsverhältnissen ausbrechen, weil man ein bisschen auf sich selber hört, reinfühlt und sagt, schaut, wo ich mich wohlfühle, was tut mir gut, welches Umfeld. Und was ich daraus lerne auch, ist dieses Umfeld beim Snowboarden. Nichts anderes ist im Freundeskreis am Abend, wenn man unterwegs ist. Nichts anderes ist in der Arbeit mit seinen Kollegen, wo viele sagen, die Arbeit ist das eine. Aber wo habe ich ein Gefühl, wo ich mich wohlfühle? Wo sind Freunde, Menschen um mich herum, wo ich sage, wow, die geben mir was, ich kann was zurückgeben, ich werde verstanden. Das ist jetzt eine ganz große Aufgabe von vielen Unternehmern, da das richtige Umfeld zu schaffen, den richtigen Spirit in ihre Unternehmen zu geben. Umgekehrt auch die Aufgabe des Mitarbeiters, des Menschen zu sagen, ehrlich zu sein und sagen, das ist das Richtige für mich, da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich nicht wohl. Ich habe einen guten Freund, den kennst du auch, der Gregor aus München, der kommt mich oft besuchen und ich möchte nicht sagen, er ist ein Fanboy, aber der war ganz fasziniert, weil er gewusst hat, dass du neben mir wohnst, weil der ist nochmal viel mehr in dieser Materie drinnen und wenn der so mitkriegt und diese Leidenschaft verfolgt, was ihr alle macht und was du speziell machst in diesem Snowboard-Thema und in dieser Welt, der merkt, was Entspannung ist, was Arbeit ist und der kennt das alles. Der hat zu mir gesagt, Daniel, wenn du mit ihm einen Podcast machst, lass dir diese Story erzählen, wie Travis Rice dich anruft, beziehungsweise du eingeladen wirst zu dieser Natural Selection. Natural Selection, hat er mir erzählt, ist quasi die Selle Sau der Snowboard-Elite und wird einmal im Jahr
glaube ich. Mhm. Korrigiere mich, wenn irgendwas falsch ist. Einmal im Jahr nach Amerika eingeladen, ich glaube sogar nach Alaska. Genau, drei Stops, ja. Da treffen sich die weltbesten Fahrer und da kann man nicht vorbeikommen, da wird man entweder eingeladen oder nicht eingeladen. Und Werner Stock wurde da, glaube ich, vor zwei Jahren als einziger Österreicher eingeladen. Und dieses Jahr wieder? Dieses Jahr wieder, yeah. Okay, wow, okay, dann hat die Performance geil gepasst und der Spirit. Ja. Erzähl mal, um was geht's da? Travis Rice, wer ist das und warum wird man eingeladen, um was zu machen? Ja, also Natural Selection ist mehr oder weniger ein Contest im Gelände. Das heißt, freies Fahren wird bewertet. Und das natürlich nicht jetzt nur so 0815, sondern wirklich Next Level. Da wird nur mit FPV gefilmt. Das heißt, du als Viewer, als Zuschauer, hast eigentlich immer den Blick, als würdest du selber fahren. Du siehst den Kurs, du siehst den Fahrer vor dir. Das ist wie ein Computergame, mehr oder weniger. Hast du die Kamera bei dir? Nein, der fliegt mir nach. Das ist ein kleiner Drohnen. Ah, FPV ist eine kleine Drohne mit der GoPro, was dir nachfliegt. Entschuldige, wegen Nein, nicht einmal für die Zuhörer, sondern sogar für mich selber. Na, FPV, das sind diese kleinen Drohnen, was man jetzt immer wieder sieht, die was so schnell fliegen und so. Die beim Jump neben dir sind. Genau, die fliegen dann noch, ja. Du hast, da denke ich mir auch oft, du hast keine Angst oder man hört sie auf das Geräusch, hört man, oder? Ja, du lässt minimal. Dich da nicht ablenken oder so, nee. Das sind Profis. Der fliegt, der fährt dir nach mit der GoPro, so hautnah wie es geht. Yep. Aber und du machst dann einen Linksturn, einen Rechtsturn, einen Jump und der fliegt fehlerfrei dir hinterher. Ja. Weil er ein Profi ist oder weil die Kamera so auf. Er macht es profimäßig, wenn ich stürze, dann bin ich natürlich der was blöd aussieht. Aber na, short story to come back, Natural Selection, der Contest, sage ich mal. Nach den Olympischen Spielen ist das sicher. Also für mich sogar der größere Contest, den es gibt, weil die Fahrer, die da eingeladen werden, das sind die besten Fahrer der Welt und ich darf dieses Jahr wieder hin. Bin eingeladen worden, werde in 10 Tagen wahrscheinlich abhauen. Geht's nach Kanada und ja, da dabei zu sein, ist für mich einfach ja, crazy. Also wen trifft man da? Erzähl mal auf, mal ein paar Snowboard-Namen und woher die kommen. Ja, das sind nur die besten Fahrer von Mark McMorris, Ben Ferguson, aus Europa ist aus Österreich der Gigi Rüff dabei. Ja, das sind nur Legenden, also wirklich Leute, die Travis Rice selber natürlich, Sage Kotzenberg, ja, Leute, was ja im Snowboard-Business einfach das A und O sind. Und dass ich da dabei sein kann unter jetzt 16 Fahrern ist natürlich crazy Statement. Hat es einen Österreicher vor dir schon mal gegeben letztes Jahr? Der Gigi Rüff, ja. Na, Wolle war auch noch dazu mal, wo es den Contest mal gegeben hat. Auch einmal drüben, gell? War auch mal dabei, ja. Gigi Rüff ist auch dieses Jahr wieder dabei, also wir sind die zwei Österreicher. Ist brutal, dass ich jetzt eigentlich mit dem Gigi im Boot sitze oder mit dem Gigi da am Bewerb fahre, weil er war eigentlich immer einer meiner Vorbilder, sage ich mal. Und da war ich noch 16, da war der schon, keine Ahnung was, und jetzt sind wir da zusammen beim Natural Selection und einfach die Anerkennung, dass ich da hin darf, dass das Riders Committee entschieden hat, der Werner hat über die letzten Jahre das und das geleistet. Ist mega. Also auch ich weiß, der Travis, der haltet viel von mir. Wir waren zusammen auch schon öfter Snowboard fahren. Also es geht nicht nur um Snowboard, sondern es geht auch um das Menschliche. Um das Menschliche zu sein. Was für ein Spirit bringst du rein in diese Gruppe? Was für ein Typ bist du? Ja, ich denke, dass da vieles zusammenspielt. Also ich denke, dass da nicht nur mein Snowboard zählt, sondern auch meine Einstellung, wie fahre ich Snowboard, wie motiviert bin ich, den Contest zu fahren und wie gut kann ich das fahren. Und Natural Selection ist einfach der Shit. Also das ist, wie wenn du sagst, wie fährt man da? Ist das ein Champions League Achtelfinale? Ich starte da fix. Und okay, und dann geht es weiter? Ein Ausschiedsverfahren bis zum Sieg sozusagen, oder? Gibt es einen Gewinner oder wie? Genau, ja, dieses Jahr haben sie ein bisschen ein neues Format. Ich fahre jetzt am Anfang ein Duell gegen den Dustin Graven, ein Kanadier. Der hat jetzt zu einem Stopp gewonnen und ich muss mich jetzt gegen den im Duell durchsetzen. Und wenn ich mich gegen den durchsetze, fahre ich einen Finalstopp in Revelstoke und einen Finalstopp in Alaska, Valdez. Und alles in der gleichen Zeit, so in diesen 2 Wochen, oder? Nein, das erste Duell wird jetzt eine Woche sein, dann Revelstoke wäre im März und Alaska ist eigentlich immer im Frühjahr, das ist immer April und Mai, wo Alaska richtig gut ist, weil da schneit es jetzt nur und hat schlechtes Wetter. Ja. Nein, viel Talent? Braucht man viel Talent oder ist auch viel Fleiß und harte Arbeit dabei?
Oder wie ist Talent hilft, Talent aber hilft. Talent reicht nicht aus. Du musst harte Arbeit leisten und eben so Movies produzieren oder einfach Eindruck hinterlassen. Und es hört sich immer, auch wenn wir jetzt über unser Projekt reden, es hört sich immer so einfach an. Und wo viel Licht ist, ist ja immer viel Schatten. So im Sport gehören Verletzungen dazu. Ich habe da viele Jahre gehabt mit brutalen Rückschlägen. Bin da echt so froh, dass ich so viel Rückhalt gehabt habe von erstens meiner Frau, der Lisa, von Sponsoren. Jeder hat an mich geglaubt. Ja, da gehört so viel irgendwie zusammen, aber ich sage, Talent allein ist im Snowboard definitiv kein Erfolgsgarant. Du musst da hart dran arbeiten oder hart an die glauben, was Gutes leisten und ja, einfach Eindruck hinterlassen und Spaß haben. Eine geile Mischung. Ja. Coole Mischung. Trotzdem an seiner Marke arbeiten, an Brand arbeiten, mit den Sponsoren sich cool abzudaten, was der eine oder andere will. Und am Ende des Tages dann Team Spirit, Teamgeist, die richtige Crew finden, die richtigen Leute um sich haben, um selber dann auch aufzublühen und sich noch zu entfalten und noch aus sich also drüber vielleicht hinauszuwachsen. Das macht dieser Teamsport, da hilft die Freunde, einem nochmal über sich hinauszuwachsen. Und am Ende ist Spüren und Spaß haben auch, oder? Ah, definitiv. Ich glaube, ohne Spaß wird es nicht gehen. Also wenn ich das Gefühl nicht hätte, ich will snowboarden, ich liebe das so sehr, dann würde ich das nicht als meinen Beruf haben, weil dann würde ich mich anderswo ausfalten, ob das jetzt im Wanderführerbereich ist oder als Snowboardführer. Wer weiß, wo es hinführt. Vielleicht habe ich selber mal ein Lokal, vielleicht, ich sage, ich bin da ganz offen, was noch kommt und was kommen wird. Bin sehr, sehr happy. Muss es auch nicht eines sein. Vielleicht kommen mehrere Sachen machen. Ja, vielleicht sind es viele. Sogar vom Videoproduzenten zum Wanderführer, zum Snowboarder. Snowboard-Schule bis zum Snowboard-Schule. Personal Snowboard-Coach. Ja, zum Beispiel. Ja, wer weiß. Coachen, viel rumstehen. Weiß nicht, ob das was für mich war. Ich war eher der, was mit den Leuten rausgeht und dann einfach ein Erlebnis draußen sein, in der Natur sein. Ich sehe das Ganze im Sommer als Wanderführer so. Die Leute flasht so, also das draußen sein, Sachen erleben mit den richtigen Leuten, Traum. Und im Winter ist es noch viel schöner, weil man mit dem Snowboard auch anfangen kann. Dann ist schon geil, gell? Mit 11 Monate oder 12 Monate im Zillertal bespielbar, in alle Varianten, mit dem Hintertuxer Gletscher noch dazu, der quasi fast das ganze Jahr bespielbar ist. Definitiv. Und dann natürlich auch Wandern, Sechsergumpen, E-Biken, also es gibt da schon unzählige Sachen. Wonderland. Zu also, viele Sachen. Echt. Ja. Vielleicht machen wir mal, wird es mal irgendwann einmal geben, Backcountry mit Verni unter dem Motto Money can buy. Das wird dann auch irgendwann kommen, dass die Leute das lieben, was man nicht bestellt und was nicht überall gibt, sondern da, wo man nur hinkommt, wenn man dafür bereit ist und wenn man es spüren will. Jetzt sind wir eh schon lange unterwegs. Hey. Normal ist mein Podcast immer kürzer. Aber sorry, Daniel. Ja, das ist nämlich dieser angenehme, coole Spirit und vor allem auch diese interessanten Geschichten über dich und über dieses ganze Snowboard-Leben, wo ganz viele junge Menschen entweder, weil sie aus der Snowboard-Szene kommen, was draus nehmen oder dass sie für sich aus dem Leben oder für ihr Leben ein bisschen was mitnehmen. Ganz kurz, machen wir vielleicht noch ein paar so Fragen, weil ich habe noch so viel aufgeschrieben gehabt, aber wir haben uns so cool eingegroovt. Da würde ich jetzt ein bisschen so dieses kurz und knackig durchfragen und da können wir ein bisschen einfach so ein paar offene und interessante Fragen noch checken. Olympia, warum ist Olympia nie so ein Thema und warum gibt es immer dieses Pro und Contra zu Olympia? Olympia war für mich eigentlich nie ein Thema. Erstens war ich nicht beim Verband. Der Freestyle-Verband hat so gut wie nicht stattgefunden damals, weil unsere Bewerber nicht olympisch waren. Es hat da Ann Styles gegeben, X-Games gegeben, Freestyle CH in Zürich. Also da war einfach die Snowboard-Industrie hat ihren eigenen Contest gehabt. Und es war nicht olympisch, von dem her habe ich da nie irgendwie was eine Chance gehabt. Und jetzt ist es eindeutig zu spät. Also ich hätte da, vielleicht könnte mich, wenn ich auf Biegen und Brechen probieren wird, ich könnte dabei sein, aber das ist dabei sein, ist für mich jetzt, ich weiß, es ist der olympische Gedanke, aber ich weiß, was ich erreicht habe, ich weiß, was mich stolz gemacht hat, ich weiß, was mir gefällt und das ist eindeutig nicht die richtige Richtung jetzt für mich.
Vor was hast du Angst? Angst? Ja. Wenn du Angst hast? Vor Verletzungen meistens oder vor Verletzungen habe ich Respekt, aber jetzt Angst eigentlich nicht groß. Nein, ich weiß gar nicht. Ja, habe ich Angst um so normale Sachen, weißt, was passiert mit der Welt, was passiert in der Ukraine, was haben das alles für Auswirkungen? So, ja, eher so normale Sachen. Angst habe ich eher, also, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber nicht, gute Gabe, weil viele sind mit Angst behaftet, viele mit Angst, wenn sie an die Zukunft denken, auch finanzielle Angst in die Zukunft. Und du hast mir es vorher schon gesagt, die hast du gar nicht. Also ist eigentlich auch ein gutes Sein, sage ich mal. Was ist deine Alternative zum Snowboarden im Sommer zum Beispiel oder ein Ausgleichssport? Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit auf dem Radl. Ich habe ja, wie eben vorher schon mal kurz erwähnt, sehr, sehr viele Knieverletzungen gehabt. Und Radlfahren ist für mich die beste Regeneration. Und zusammen mit meiner Frau mache ich eigentlich neben meinem Job als Wanderführer immer coole E-Bike- und Hike-Touren oder von meinem Rennrad an Zieler Grundeichen. Radlfahren ist oder Mountainbiken eigentlich ist, liebe ich. Taugt mir voll. Cool. Ich fahr Ski und habe ein paar Snowboard-Freunde und die haben sich Gott sei Dank mittlerweile, die sind jetzt keine Backcountry-Fahrer, sondern die fahren Piste, haben sich Gott sei Dank diese Step-In-Bindung gekauft. Das heißt, man muss nicht mehr so viel warten. Ist das ein Thema auch für euch oder brauchst du diese absolute Sicherheit mit dieser Verbundschnalle? Ja, ich glaube, es ist mehr der Komfort. Durch diese verschiedenen Schnallen, so wie ich es jetzt habe, es wäre halt ein Rückschritt. Ich sage, wenn du sagst, ein Ferrari ist auch nicht gerade angenehm zum Fahren, aber er funktioniert halt brutal. Und wenn du bremst, dann bremst er. Und mit der Step-In-Bindung ist halt auch das Gefühl, was die Step-In-Bindung hat, kann man mit einer anderen Bindung nicht vergleichen. Also für mich wäre das ein Schritt zurück, wenn ich mal Bandscheibenprobleme hätte mit 60, 70, dann könnt ihr vielleicht mal drüber reden, aber ich bin eher der Typ, der Fan von der klassischen Bindung. Aber ich muss sagen, Step-In-Bindungen für Gäste, Touristen, ich sag mal, Leute, die was 2-3 Wochen Snowboard fahren, perfekt. Ist gleich wie die Splitboard, oder? Für einen richtigen Snowboarder ist auch so ein bisschen so eine Mischung, wo ich sage, es ist nicht richtig Snowboard und auch nicht richtig Turnski. Splitboard funktioniert gut, ist cool, aber es ist kein richtiges Snowboard. Wenn du es zusammenbaust, da fehlt einfach die Stabilität, das kannst du nicht vergleichen. Also du würdest nie mit einem Splitboard hochgehen und einen geilen Line machen, sondern lieber mit den Schneeschuhen und dann dein original richtiges Snowboard. Ja, ich bin eher Schneeschuh und dann richtiges Snowboard, wenn wir filmen. Aber wenn ich mit meiner Frau gehe, dann Splitboard und Easy Cruisen. Übrigens mit deiner Frau, die Insta-Stories, die haben immer einen ganz besonderen Charme, weil dann merkt man, wenn sie dann vorfährt und diese Linie runterzieht, wie glücklich du ihr nachfährst, stolz, dass sie mit dir das macht und stolz, dass sie es auch liebt und stolz diesen besonderen Moment so quasi hinten bei uns Landersbach runter durch die Bäume, wo du spürst, dass ihr genauso gefällt wie dir und das ist so quasi, wenn man die Frau, das Hobby und das Gefühl so ein bisschen vereint, ist nochmal so, auch so nochmal so eine Königsklasse, gell? Ist Wahnsinn, also echt die Momente mit dir am Berg, wir machen jetzt nicht die verrücktesten Lines oder keine Ahnung, ich genieße die Zeit mit ihr so extrem, weil das ist auch für mich eine Zeit, wo ich snowboarden kann und niemandem was beweisen muss. Da ist keiner mehr rum, wo ich jetzt irgendeinen Trick machen muss. Da kann ich einfach so fahren, wie ich jetzt gerade fahren will, auch wenn es mal ganz lächerlich ist oder irgendwie, die Momente mit ihr sind wunderschön und ich bin froh, dass wir so viel gemeinsame Leidenschaften haben. Cool. Werni, was sind deine drei Spots, wo du sagst, das sind deine drei Lieblingsspots zum Snowboarden, du bist am liebsten oder gehst du sehr gerne hin? Ohne jetzt was zu bevorzugen oder nicht. Bei uns oder weltweit? Machen wir einmal bei uns und einmal weltweit. Okay. Dann ist fair. Bei uns ist definitiv Hintertux. Hintertux mehr wie Bänken in Landersbach? Ja, eigentlich das ist ja Kombi aus drei. Okay. Hintertux, egal in Bänken. Okay. Das haben alle drei für mich einen speziellen Stellenwert. Meierhofen hat den besten Park, der Bänkenpark, das ist Funpark immer, hat mega Gelände zum Freeriden. Auf der Eckalm bin ich groß geworden. Da, als 5-6-jähriger Bub habe ich angefangen zu snowboarden. Da kenne ich jedes Waldwegerl, jeden kleinen Hügel. Ist immer besonders, gehe ich echt sehr, sehr gern hin. Die Eckalm? Ja. Der Werni fährt ja da bis zur Haustür, kann man sagen, gell? Genau, ja. In Landersbach.
Und Hintertux natürlich ist immer speziell, das ist ein Gletscher, man kann das ganze Jahr umfahren und ja, es ist der für dich die da? Höhe. Ja, der hat die Höhe, der ist 1000 Meter Höhe, müsst ihr auch wissen, der geht auf 3,3 und der ist natürlich, ja, der ist schon ein bisschen vereist, das ist nichts für Frühlingsskifahrer oftmals, aber er steht dem Werni zur Verfügung, da wo kein anderer und niemand anders irgendwo snowboarden kann, ist der Gletscher quasi für den Werni. Ja, und wirklich ab September bis Juni sind die Verhältnisse da oben einfach mega. Also es ist echt, oft wenn ich da, ich weiß, letztes Jahr bin ich um den, ich glaube 13. Juni, mein letzter Bauder-Tag. Schon ein bisschen für den Bauder, aber ja, Wahnsinn. Und um die Zeit geht kein Mensch mehr vom Gletscher und das sind oft die schönsten und coolsten Tage. Einfach alles ist zugeschnitten, keine Spalten, keine Sturne. Die sicherste Zeit am Gletscher, der Frühjahr, ist Frühjahr. Und ja, ich genieße das da oben sehr, einfach für mich zu fahren. Oft auch gehe ich allein hoch und genieße einfach ein paar Runs, ja, von ganz oben bis ganz hoch an den Sommerberg. Wenn es geht, noch bis ins Tal runter. Also ist ja, ganz speziell für mich eigentlich, muss ich sagen. Cool. Weltweit? Weltweit. Weltweiten Spot, da kann man das Zillertal jetzt weglassen und. Weltweit Nummer 1 ist Japan. Eindeutig, die kriegen einfach jetzt so um die Zeit jetzt, Neujahrswechsel, Jänner, kriegen die so viel Schnee, da schneit es nonstop. Echt? Also wer mal so ein Bauder-Gefühl haben will. Kanada, Baldface Lodge, ist so ein Lodge, wo man mit dem Hubschrauber hinfliegt und dann macht man so Catboarding, also mit einem Skipulli fährt man so umeinander, macht Lines. Mega schön und dann sehr, sehr gute Erinnerungen an Truckee in Tahoe-Gegend. Ja, das sind, glaube ich, meine Favorites. Cool. Wobei also, daheim ist einfach unschlagbar. Daheim ist daheim. Ja. Man kennt alles, man weiß alles. Und nicht nur, weil man es kennt und weiß, da ist eine ganz andere Verbundenheit da. Deswegen. Ja, und ich sage, das Coolste an daheim, was zu machen ist, die Down Days sind keine Down Days. Man macht einfach, man kann was erledigen, man kann was mit Freunden machen, man kann jetzt mit dem Felix was machen, mit der Frau was machen. Das ist, und man kennt sie einfach so gut aus. Man hat das Know-how, was man woanders gar nicht haben kann. Ja, also Snowboard, Familienmensch und ja, mit einem ganz guten Spirit und im Einklang Stock, Werni, bei mir der Gast aus 307. Und ja, was steht noch an bei dir, Werni, jetzt 2023? Auf jeden Fall auch neben dieser Amerika-Reise wieder zu Natural Selection mit Travis Rice und Gigi Roof. Familienleben natürlich mit Felix und Lisa. Und ich hab mal schon gedacht, ja, was wird der Felix mal werden? Und da gibt's ja diese drei Varianten, für mich jetzt sinnbildlich, weil die Lisa kommt von einem schönen Bauernhof in Finkenberg. Der Werni hat natürlich auf der einen Seite... Hohlenzen. Ja. Hohlenzen. Nicht Finkenberg. Hohlenzen. Ich habe schon wieder Finkenberg gespielt. Der Werni hat natürlich das Hotel zu Hause und das Snowboard. Und dann kann wahrscheinlich der Felix einmal entscheiden, ob er lieber diesen Bauernhof mit den Kühen möchte oder das Wiener Schnitzel im Hotel. Oder das Snowboard? Ich gönne ihm beides. Oder alle drei, haben wir gedacht. Man kann ja alles drei. Und das ist auch so, man muss sich vielleicht im Leben gar nicht mehr immer so entscheiden, was man sein will, sondern ja, man bleibt sich selber und kann es selber genießen und das ganze Leben Zeit haben, sich selber zu sein und sich selber auszuprobieren. Ja. Und alles so zu platzieren und zu annehmen, wie es einem gut tut. Und ich glaube sicher, als Eltern, wenn man probieren, gut zu leiten oder ins Richtige zu führen, aber dann irgendwann entscheidet er eh selber. Und er wird Skifahren lernen, er wird Snowboarden lernen, er wird Fußball spielen, Eislaufen. Und was ihm dann am meisten taugt, das soll er machen. Und ich glaube, vor allem mit dem, was ihm am meisten Spaß macht, wird er einen größten Erfolg haben. In irgendwas reinzupuschen, was keiner will, macht keinen Sinn. Auf was freust du dich jetzt noch am meisten, Werni, allgemein im Leben? Auf was bist du am meisten stolz bei dir selber? Oh, schwierig. So viel erreicht, so viel erlebt, so viel überstanden, so viel durchgemacht. Bin einfach nur dankbar für vieles, für Gesundheit, Familie, Freunde. Freue mich auf viel in Zukunft. Familie, vor allem jetzt mit dem neugeborenen Felix, meine Frau. Weiterhin auch, ja, ich habe noch einiges auf meiner To-Do-Liste. Also stehen Projekte an, ja. Zu viel zu sagen, ehrlich gesagt. Eher dankbar für alles und dass ich auch wirklich alles so gut überstanden habe. Ja.
Danke, Bernie, für diesen coolen Austausch, für diesen Mehrwert, für die Inspiration und vor allem für ganz, ganz viel Erlebnisse, dass du mich und uns mitnimmst auf deine Reise. Backcountry, down to earth und das Leben leben. Danke. Oh, das war jetzt für mich ein sehr, sehr angenehmer und emotionaler Podcast auch, weil ich bin ja da mit Werner in meinem Studio gesessen. Schon viel Gänsehaut und ich bin ja da eher ein bisschen der Skifahrer und ein bisschen der Wildere. Gell? Wahrscheinlich da, wo der Werner noch Backcountry war, war ich selber oft schon mal in einer Skihütte drinnen mit ein paar Skihaseln, bei einer Flasche Wein und habe vielleicht den ein oder anderen Sonnenuntergang gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt vor allem bei dem Podcast gespürt und freut mich ganz, ganz eine besondere Begegnung und viel Spaß, cool, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich jetzt wieder, es geht weiter auf der Reise, es kommen wieder coole Podcasts, übrigens jetzt wieder jeden Mittwoch, jetzt habe ich wieder ein bisschen meinen Bounce und Fokus gefunden, jeden Mittwoch geht es wieder weiter, der Gast aus 307, Inspiration und Erlebnisse, den Podcast gibt es auch die Videos dazu von jetzt mit Werner Stock im Instagram und bei allen Shownotes, ich schreibe euch alles rein über Werner, über diesen Podcast, was ihr wissen müsst, auch bei Spotify, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Weiterleiten, fürs Teilen, ich freue mich. Der Werner und ich, privat sind wir in Meierhofen, sind Nachbarn, ansonsten mich findet es überall in Werner genauso, beziehungsweise auch in seinem Heimathotel in Lannersbach in Bergfriedalm. Und vergesst nicht, wenn ihr mal drin seid, sagt schöne Grüße von Werner und von mir. Vielleicht gibt es dann beim Benni das ein oder andere Meisterwurz-Schnapsal. Und mein Geheimtipp ist natürlich das Fondue. Und wann im Herbst, wenn es ein bisschen so kalt wird und ein bisschen so die Herbststimmung kommt auf den Winter, auch etwas Wunderbares. Also viele gute Zeit wünsche ich euch. Danke. Und wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Podcast. Ciao, servus. Und übrigens, die Daniel Stock Agentur für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort, entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.